Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Factorio Fast Vanilla. Ja, für mich war es jetzt eine kleine Aufnahmepause und ich konnte mal ein bisschen selber im Singleplayer wenn rumdoktern. Habe aber dadurch herausgefunden, dass das hier alles ja nicht Mist ist, aber ich auf jeden Fall die Öfen sind schon mal größer. Das heißt, ich kriege weniger rein. Das heißt für mich, ich muss auf jeden Fall, um richtig viel Eisen oder richtig viel Materialien herzustellen, richtig Socken machen. So, und dann habe ich mir gesagt, ja, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sage ich dem Mainland, die wo jetzt hier oben ist, muss weg. Wäre aber blödsinnig, weil wir haben ja auch schon angefangen jetzt. Ich glaube, da oben die ersten. Ne, da hinten habe ich die ersten Maschinen hin. Beziehungsweise hier unten. Nein, ich habe gesagt, das bleibt auf jeden Fall so, wie es ist. Mainland bleibt. Dann heißt es jetzt für mich, ich muss jetzt auf jeden Fall den da und den da muss ich immer vergrößern können. Also nach unten. Entweder um einen oder um zwei. So. Dann werden wir das jetzt auch tun. So, dann habe ich mir auch noch was anderes jetzt angeguckt. Das mache ich jetzt als allererstes. Das heißt, ich knall das mal schnell hier weg. Mist. Ja, ist egal. Aus weg. So, und dann kommt jetzt noch der da weg. Und der da auch. Dankeschön. So, das da kann bleiben. Also der kleine Dreck macht das jetzt nur, um das da machen zu können. So. Weil die Struktur muss ein bisschen anders werden. Und das ist jetzt schon mal der erste. Die anderen könnte ich ja eventuell dann mal irgendwann mal machen. So, aber man muss halt, ja, nicht Prioritäten setzen, weil Priorität hat es eigentlich null. So, und jetzt heißt es jetzt Blaupause, City Block aufmachen, neuer City Block nehmen. So, und dann gehst jetzt du. Uah, ich will nicht die ganze Zeit rumfahren. So, und jetzt sind die einfach nur ein bisschen schmäler. Aber das ist das, was sehr wichtig sein wird. Irgendwann. So, jetzt brauche ich erstmal hier hinten aus meinem Maschinenpark. Ich merke gerade, ich habe keine. Da kommst du erstmal dahin. Dann baust du mir bitte jetzt die Kohle und du baust mir einen Stein. So, Kohle rein, Stein rein. Das wird jetzt heute sozusagen eine Umbaufolge. Und ich weiß nicht, ob man es hört, aber falls ich ein bisschen schnief oder auch mal nicht das Mikro rechtzeitig wegkriege, momentan leider ein wenig erkältet oder richtig erkältet leider. So, aber wir wollen ja weitermachen. So. Schaut doch schon mal sehr gut aus. Und ich merke jetzt gerade, also Erzförderer 1 brauche ich nicht mehr. Dann kommen die 2 hin, da kommen die 1 hin. Dann geht jetzt der Ofen dahin.
Die Fabrik brauche ich auch nicht mehr. Das brauche ich auch nicht mehr. Das geht jetzt auch alles nach unten. Das ist der befeuerte Greifarm, den brauche ich sowieso nicht. So, und dann gehst du jetzt dahin, du gehst dahin. Der rote Greifarm kommt hier rein. So, und dann rückt das alles jetzt mal nach oben auf. So, du kannst weg. So, du kannst definitiv weg. Und das rückt auch auf. Ja, weil es gibt Sachen, die braucht man nicht mehr. Das da braucht man immer. Aber die normalen Öfen, die Schmelzöfen, die werde ich überhaupt nicht mehr hinstellen. Also die könnten eigentlich auch fast schon weg. So, wie mache ich das momentan eigentlich mit der Forschung? Die Forschung habe ich da unten stehen. Die muss ich auf jeden Fall anschmeißen, weil es ist wichtig, dass das läuft. So, habe ich noch Maschinen? Ja, bauen wir mal ein paar. Denn ich möchte eigentlich das da. Gleich richtig machen. Okay, dann brauche ich jetzt von dem. Ich will da 4 Stück haben. Haben wir jetzt schon hier irgendwo was aufgebaut? Ja. Jetzt wird sich alles aber grundsätzlich noch irgendwann ändern. Ja, ist mein Problem ist jetzt halt, ne, ich habe jetzt kein. Ich habe jetzt halt kein Eisen mehr. So 2, 4, jawohl. Ja, mein Roboport, der ist ja schon, der steht ja schon drin. Da wollen wir ja dann irgendwann auch hin. So, dann 1, 2, 3, 4. Dann noch die Kupferplatten. So, dann rollen die dann schon mal wieder. So, und jetzt brauche ich hier die Greifarme. Greifarme, Greifarme, Greifarme. Habe ich hier keine Greifarme hin? Doch, da oben. Bin mir schon gewundert. So, aber ich möchte, dass du da wegkommst. So, dann brauche ich jetzt nochmal Platten und Eisen. Ja, ich muss schauen, dass ich jetzt das so alles so schnell wie möglich dann doch automatisiere. Weiß ich nicht, ob man das automatisieren nimmt. Es sollte auf jeden Fall Ressourcen herangetragen werden. Aber da müssen wir jetzt halt erstmal die Voraussetzung schaffen, dass es halt gemacht wird. So, dann heißt es jetzt, du gehst da rein. Du gehst da rein. Und du gehst da rein. So, und jetzt brauchen wir noch Schaltkreise. Die sind da oben. Die brauche ich da. Und da. Ja, ich habe da schon ein bisschen Ideen, wie das jetzt alles dann ausschauen wird hier. Ich sage, dass das da vorne jetzt momentan ohne Strom ist, ist sogar irre, ist richtig irrelevant. So, dann brauchen wir auf jeden Fall Motoren. Ich brauche Schwefel. So.
Dafür brauche ich die. Dann hätte ich mal gesagt, bevor ich jetzt hier wieder stundenlang rumwart. So, dann hauen wir dich mal rein. Dann habe ich da schon mal zwei. Genau, des Weiteren. Ich habe noch einen Mod hinzugefügt. Man sieht ihn, wer aufgepasst hat, hat ihn vielleicht sogar gesehen. Genau, ich habe von AAI den Truck rein, den Hauler. Bin mir jetzt noch nicht sicher, ob der auch wirklich Hauler heißt, aber ich habe ihn auf jeden Fall als Truck umbenannt. Und man sieht auch, das Rezept habe ich, die Forschung habe ich geändert auf 200. Normalerweise ist es, glaube ich, sogar nur 10 Rote. Also habe ich jetzt auf 200 von jeweils Rot und Grün rein. Und er kostet weitaus mehr. Er kostet Stahlkisten, er kostet Stahlträger und er kostet 16 Motoren. Irgendwann kriege ich noch raus, was ich machen muss, dass der hinterm Auto erscheint. Also ohne Auto sozusagen kann ich den auch gar nicht ersparen. Beziehungsweise eigentlich ohne Motoren, weil Autos und LKWs, da müsste ich es zu weit zerlegen. Und dann weiß ich nicht, ob es dann wieder anstrengend wird. So, was haben wir denn jetzt alles hier? Hier habe ich auf jeden Fall 138. Dann gehen wir mal nach unten. Dann machen wir jetzt nochmal 1, 2, 3, 4. Das wird auf jeden Fall auch jetzt demnächst was, wo wir anfangen müssen. Oh, du gehst jetzt dann hierher. Müsste ich auch alles haben. So, dann gehen wir mal hier alles raus. Ja, okay, 184 Rote, das ist nicht gerade viel. 781 Grüne und 138 Blaue. So, was brauchen wir jetzt alles für Blau? Dafür brauche ich Schwefel. Da gehen wir jetzt mal Schwefel holen. Auch weg. Ich hoffe, dass ich gerade in die richtige Richtung laufe. Sind diese Nachteile. 1000 Maps, 1000 Möglichkeiten. Ja. Aber ich habe die Stromzufuhr da unten getrennt. Das ist auch das da oben, was dann das automatisch mitmacht. Okay, also dann machen wir gleich mal wieder den Strom hin. Dann ist der auch schon mal fertig. So. Dann hätte ich gesagt, als nächstes. Machen ein paar Sachen Sinn, die da unten stehen. Automatisierung 4. Weiß ich nicht, ob jetzt das Sinn macht. Robotics 2 macht absolut noch keinen Sinn. Electric Poles 3. Das heißt, ich habe schon 2. Moment. Tatsache. Brauche ich die dann noch? Nein. Danke. Brauche ich dann schon nicht mehr. Bei den Poles. So, kann ich denn den nächsten Elektroofen schon bauen?
Fortgeschrittene Metallverarbeitung 2. Da ist nämlich jetzt dann der Lichtbogenofen dabei. Und den will ich jetzt erforschen. Dafür brauche ich ja auch die ganze Soße. So, dann ist das jetzt wieder angeschlossen. Dann nehme ich jetzt auf jeden Fall mal aus der Abteilung hier oben 250 davon mit. Dann nehme ich auch was mit. Dann muss ich Kohle reinwerfen. Und da kommen jetzt auf jeden Fall schon mal Holzkisten hin. Hier kommt einmal eine hin, hier kommt mal eine hin und hier kommt mal eine hin. Dann brauche ich bitte aus der Abteilung 4 davon. Okay, das heißt, du gehst rein, du gehst raus und du gehst auch raus und du gehst aber dahin, weil da habe ich schon Strom. Also, du gehst dann hier rein und haust das Zeug raus. Weil du stellst das Zeug sowieso her. So, du nimmst jetzt dann die Kohle und packst die Kohle hier rein. Und du nimmst das Zeug und haust es hier raus. Gut, dann läuft es jetzt nämlich schon mal, ohne dass ich da überhaupt noch überlegen muss. Funktioniert. Passt. Jetzt brauche ich dann aus der nächsten Abteilung. So, dich mache ich weg. Du kommst dahin. Außer Reichweite, du kommst dahin. Da kann ich mir das schenken. Okay. Dann hätte ich gesagt, die Schienen packe ich mal hier hin. Ich brauche nicht mehr als diese zwei Arten von Strommasten und zwar immer die aktuellsten. Dann habe ich hier Erzförderer 2 und 3. Den brauche ich auch nicht mehr. Aber ich sollte ihn vielleicht dahin packen, dass ich da draus Dreier mache. Weil warum sollte ich die eigentlich rumschleppen? Okay, dann habe ich hier brauche ich Stahl und die da kann ich auch reinschmeißen. Die rausmachen. Die rein. Die rein. Danke. So. Das auch gleich wieder ändern. Und wir holen uns wieder Platten. Bin mal gespannt, wann mir das auf dem Fuß fällt hier, dass ich. Dass ich da gerade wegen. Nein, rumtrödeln ist es nicht. Rumtrödeln ist es nicht. Darf ich jetzt nicht sagen. Meine Prioritäten gerade vielleicht ein bisschen so halb falsch setzt. Okay, rot ist am wenigsten. Wow, 95 Stück. Ja, und ich brauche 250. Also auch wenn jetzt hier 2, 4, 6, 8, 16 Stück insgesamt stehen. Weil das vergisst man dann ganz schnell. Ja, wenn man da dann herschaut, dann denkt man sich, was, das sind nur 4 Stück drin. Ja, aber es sind 4 mal 20 drin. Ja, wo ist jetzt mein? Da ist jetzt mein Labor. Also, gleiches nächste. So, 367 haben wir jetzt. Ja, sind jetzt gerade mal 18 Stück. Aber ich habe nur 67 blaue und das ist jetzt genau das, was ich jetzt hochtreiben muss.
So, dann schmeißen wir mal alles hier raus. Also davon 4. Davon 4. Sulfur 4. Irgendwas vergessen? Nein. So, da habe ich Gott sei Dank auch was dabei. Das schmeißen wir auch noch rein. Und die 200 schmeißen wir auch noch rein. Und nochmal 200 rein. Und dann machen wir jetzt noch die Eisenplatten rein. Alles gut. So. Die Metallverarbeitung soll weiterlaufen. So, habe ich eigentlich schon? Nein. Dann weiß ich jetzt auch, was meine nächste Forschung wird. Aber wie gesagt, die Materialverarbeitung 2 hat einen riesen Vorteil und den muss ich jetzt machen. Darum bleibt mir nichts anderes übrig. Okay, also dann reiße ich jetzt erst einmal hier alles ab. So, und dann du gehst auch alles weg. Du gehst auch weg. Weil der ist da. Erst den, wo ich ja dann umbauen muss. So, wir gehen wieder rein. Da rein, da rein, den da. So, aber das wird nämlich jetzt dann gleich derjenige sein, den, wo ich jetzt als erstes umbauen muss. Bin nur gerade beim Überlegen. Macht das vielleicht einen Sinn? Nee, ich bin zu weit weg. Weil mein Eisen ist hier unten. Also da muss ich hin. Das heißt, ich fahre jetzt dann hier runter und fahre dann hier rüber. Das heißt, ich muss da hinten dann aber auch mal aufräumen. Fahrzeug habe ich schon. Oh. Dann sollte ich aber auch ganz schnell schauen, ne, dass ich hier wieder den Strom anhänge. Weil sonst habe ich ein Problem. Strom hängt. Passt. Das läuft wieder. Muss ich schnell nochmal an der Kohle vorbei. Und am Stein. Ich hoffe, dass ich da noch was habe. Außer Reichweite, jawohl. So, dann habe ich ja genügend Steine. Das heißt, ich habe jetzt auch wieder hier genügend. Das heißt, ich kann schon mal die mitziehen. Genau, dann wollte ich ja hier die Mauern und die Tore reinmachen. Kann ich Tore schon bauen? Ja, machen wir mal gleich 10 Stück. So, du kommst hier hin, du kommst hier hin. So. Da kommt jetzt dann keine. Aber ich könnte mir mal die Beleuchtung hier noch mit reinsetzen, dass ich die auch setze. Und die setze ich aber viel näher hier. Es wird sich jetzt gleich zeigen, ob ich die jetzt dann da. Ja, wobei. Nee, ich lasse das jetzt erstmal.
Blink du lieber mal, das ist mir jetzt egal. Wir brauchen erstmal noch blaue Forschungstränke. Dann läuft er wenigstens. So, jetzt haben wir hier nochmal 124. Ich vermute nämlich fast, dass das der Knaxus ist. Jawohl. Motoren. Jetzt vergessen, wo ich sie gepisst habe. Da vorne. Habe ich noch irgendwo Rohre? Okay. Dann hätte ich gesagt, habe ich jetzt immer hier Platz. Und ich baue mir auf jeden Fall noch mal einen oder sogar zwei blaue. So, das weg. Lass laufen. Sehr gut. Dann haben wir jetzt noch mal die da. Ich stelle es jetzt erstmal sicherheitshalber daher. Okay, und für die nächste ist das Tempomodul. Und davon brauche ich 25 von denen. Das ist das wenigste Problem. Aber was brauche ich hier? Ich brauche die... Kann ich dich hier herstellen? Ja. Das heißt, ich brauche das da. Und das da. Dann müssen die jetzt erstmal laufen, weil ich brauche jetzt nämlich von denen dann auch noch mal welche. Und 8 Stück hätte ich schon gerne. Und für 8 Stück brauche ich 15. Das heißt, ich brauche 15, 30, 60 bin ich bei 420. Okay, lass laufen. Gehen wir nochmal nach oben. Nochmal 4 Stacks Kohle nach oben bringen. So, dann kommt hier auch gleich ein Tor hin. Kommen hier auch die Lampen hin. Und die restlichen Mauern tun wir auch gleich mit hin. Okay. So, wie schaut es jetzt aus? Stein habe ich eigentlich genügend dabei. 1, 2, 3, 4. Habe ich das gesagt? Aus dem Kopfbahnhof wird ein Durchgangsbahnhof. Das wird auch noch gemacht, weil ich stelle mich momentan noch zu blöd, dass ich die Signale richtig bastel. Vielleicht irgendwann kriegen wir es hin. Oder ihr habt dann Tricks und Tipps und Tricks, dass ich mich nicht mehr ganz so unprofessionell anstelle. So. Ja, und da wird halt auch irgendwann das Problem sein. Erwartete Ressource 19,3 pro Sekunde.
schaut es eigentlich strommäßig aus? Ja, da geht's noch. Ja, aber wenn ich halt jetzt dann die großen Dinger außen hinstelle, das wird halt witzig. Okay, dann nochmal schnell die Maschinen laufen lassen, weil wie gesagt, hier muss ich auch noch ein wenig rum basteln. So, wenn wir jetzt schon hier sind, der hin, der kommt weg, der passt. Ja, den muss ich dann, aha, ja, ist egal. Den muss ich ja dann sowieso abreißen. Aber ich möchte diese Forschung noch fertig kriegen. Das wäre traumhaft. 26 Stück, wow. So, das heißt, die Motoren sind hier momentan wieder mal das Problem. Ah, 107 Stück kann man einstecken. Passt. So. Und leer den mal. Okay. Also, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Die laufen. Okay, hier haben wir das Problem, dass ich jetzt keine habe. Zwei habe ich. Ich brauche mindestens 20. Jawohl. 24. 90%. Ja, in der Zeit. Ja, der hat schon mal richtig aufgebaut. Haha. Also 5 Stück können wir schon mal machen. Was ist mir jetzt ausgegangen? Kupfer. Glückwunsch. Ist mir bei unten auch, das ist sowieso da unten auch ausgegangen. Also gleich Kupfer mitnehmen. Jetzt haben wir nochmal 5, dann sind wir bei 7. Was? Ich habe jetzt 5 und nochmal 5 sind es 10. 1, 2. Passt. Was fehlt mir jetzt? Halt, dann kann ich hier Kohle reinschmeißen und hier Stein reinschmeißen. Dann kann ich das hier reinwerfen. Jawohl. Die fortgeschrittene Materialverarbeitung habe ich fertig. Perfekt. So, und was jetzt als nächstes kommt, ist das Tempo-Modul. Da brauche ich die aber nicht. Beziehungsweise eigentlich bräuchte ich noch was anderes. Und zwar, ich bräuchte jetzt noch die... Weiß gar nicht, ob ich das schon alles bauen kann. Genau, die Stromnetze 2 brauche ich. Das sind auch nochmal 250. Aber macht Sinn, wenn ich die anderen Sachen vorher mache. Aber man sieht aber gerade, ich muss jetzt... Oh, Schaltkreise brauche ich, wie blöd. Und Kupferkabel. Also mache ich dich mal komplett leer. Da nehme ich auch noch mal welche mit. Also, du haust die durch. Du haust die durch. Du haust die durch. Mein Inventar ist voll. Ist in Ordnung.
So, dann habe ich noch Sulfur einstecken, das kann ich mal da reinschmeißen. So. So, und die da tun wir mal alles alle löschen. Dann machen wir noch mal einen. Nein, ich lösche alle. Ich packe ich auch mal raus. Dann machen wir jetzt noch mal fünf. Besser. Ja. Ah, lieber nur 6. 8. 8 wäre nicht die schönere Zahl. Habe ich alles noch einstecken? Das ist klar. Das ist auch klar. Schaltkreise habe ich 42. Okay. Das ist mal Sache, was man vielleicht machen kann. Du haust die rein. Platten gleich hinterher. Das wird auf jeden Fall was, was wir ziemlich schnell dann automatisieren müssen. Okay. Okay. Ich brauche noch mal welche. Kann ich jetzt noch mal einen machen? Danke. So, dann brauche ich jetzt, davon haben wir jetzt schon 4, 1, 2, 1, 2. Und ich brauche jetzt für die Tempomodule die blauen. Kann ich dich hier auch herstellen? Jawohl. So, das heißt, du kommst jetzt hier rein. Wow, ich habe davon 12. Kann ich da aber wieder welche rein klinken? Da auch wieder welche. Wird wichtig, dass ich diese Forschung mache. Ist zwar sehr teuer. Genau, in der Zeit lasse ich die noch laufen. Aber das letzte von den unteren vier ist auch gerade am fertig werden. So, immer 8 Stück. Vor allem, das wird ja irgendwann noch der zweite Pfad. Ich habe schon gesagt, schade, dass es nicht zwei Technologiebäume gibt. Dass man sagen kann, okay, ich möchte jetzt das Tempomodul, könnte man es separat erforschen. Aber ich habe gesagt, schade, nicht abhängig. So. Da haben wir einen, da haben wir auch einen. So, in der Zeit schauen wir mal, wie viele Motoren haben wir? 59. Also, wo die ersten hingehen, weiß ich. Ja, unmöglich.
Wie viel habe ich denn noch fertig gekriegt? 32. Aha. Von 250. Das ist mal ernst. Okay, aber den haben wir schon mal fertig. Und die nächsten 50 hauen wir auch noch mit rein. So. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher. Kann ich? Nee. Die stelle ich schnell her. So, du kommst da rein. Dich hau ich auch noch mit rein. So, und jetzt muss ich hier mal gucken. Nein, die kann ich nicht machen. Aber ich brauche ja jetzt für den da hier die. Kann ich das Modul bauen? Nein. Das Modul kommt ja auch nicht hin. Jetzt ist die Special-Frage gleich. Ich muss den auch noch mal umziehen. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Du kommst weg. Bis. Okay, dann brauche ich noch mal einen roten. Bis hier. So. Da kommst du nämlich dahin. Dann kommst du dahin. Du kommst dahin. Und du kommst dahin. So, boom. Da brauche ich nur Kupferplatten. Noch das billigste. Immer gesagt, ich brauche mindestens. Ja, da kann. Oh Gott. Mach mal. Da rein, danke. Ich glaube, ich brauche jetzt immer drei, oder? Okay. Also von dem brauche ich jetzt vier. Schauen wir mal. So. Das ist ja der Wahnsinn. Brauchst du für die Forschung? Und ich brauch's für die hier. So, aber die drei kommen jetzt erstmal hier rein. So. Das heißt, wir produzieren jetzt. Also plus 60%. Wir verbrauchen jetzt auch 7 Kilowatt mehr. Aber das ist ein Vorteil, weil, wie gesagt, jetzt produzieren wir da auf jeden Fall schon mal schneller. So, halt außer Reichweite wieder. So, die nächsten drei weiß man auch, wo die hin können. Nein, ich brauche sogar davon vier. Beziehungsweise, nee, so dass man der da beschleunigt. So, haben wir jetzt auch nochmal 20% schneller. Außerhalb der Reichweite. Gut.
Schlimme ist ja eigentlich, irgendwann brauchen wir ja auch noch die zweiten und die dritten. Wir brauchen immer das. Und teilweise immer das. Und ab der dritten Version, glaube ich, braucht man sogar noch die besseren von denen da. Das ist aber erstmal eine Forschung. Die haben wir noch nicht. So, wie viel habe ich jetzt? Gar nichts. So, ich habe jetzt 8 Stück. Also, das heißt, 4 Stück gehen hier rein und 4 Stück gehen hier rein. Ja, nenne ich doch mal Geschwindigkeit, oder? Und auch die laufen jetzt weitaus schneller. Und da sind jetzt aber die da, die hier wichtiger. Ich habe jetzt 8 Stück mehr. Wow. Einfach nur wow. Ich habe jetzt insgesamt 44. Okay. Aber das wird jetzt wenigstens schön produziert. Machen wir noch einen Durchgang da unten. Und jetzt muss ich noch mal einen Rundgang nach oben machen. Dann habe ich die Folge mal wieder Vollkanne überzogen. Aber wir möchten ja auch was machen. Ist halt so, wenn man dann. Was heißt am Anfang? Ich bin nicht mehr am Anfang. Oh. Es ist halt mal leider so. Auch viel zu langsam. Müsste ich ja nicht auch beschleunigen. Es ist zu viel im Mittelteil oder Anfang Mittelteil. Es ist zu viel zu tun gleichzeitig. Ich sage, ich bräuchte jetzt eigentlich die Eisenbahn. Ich bräuchte ich brauche die Forschung. Weil, wie gesagt, dann macht es nämlich Sinn, auch hier alles sauber zu machen. Genau, die Kunststoffstangen brauche ich jetzt hier. Ich darf nicht alles verprassen, weil, wie gesagt, viel zu langsam da oben alles gerade. Und der braucht sie auch noch. So. Der schießt mal wieder durch. So. Mal 4. Ah, jetzt können wir mal einen kleinen Unterschied anschauen. So, da tun wir welche rein. Also der läuft jetzt so. Klack, 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 klack. Und der läuft jetzt. Kleiner, aber feiner Unterschied. Ja, und das ist auf jeden Fall halt bei den wichtigen Sachen. Gegeben, dass man das macht. Okay, also, das heißt, wir haben jetzt noch mehr Motoren am Laufen. Dann machen wir mal die Hälfte hier rein. Wir haben jetzt noch mal 44 mehr. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt sind wir schon bei 80.
Optimal. Gut. Und die 16 Stück, die wo ich jetzt hier gekriegt habe, nehmen wir mal jetzt für die Forschung. Die hauen wir mal hier rein. Dann haben wir 333 wieder rausgespuckt. Perfekt. So, und hier hauen wir auch noch mal ein bisschen was durch. So, okay. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal jetzt die Module mit dabei. Die ich der Meinung bin, die sind sehr wertvoll. Könnt ihr mir ja mal reinschreiben, wie wertvoll sie, ob sie sind, oder ob sie überhaupt nichts bringen. Ob das eine Milchmädchenrechnung ist, was ich hier gerade treibe. Oder wenn ihr sonstige Vorschläge, Anregungen habt, wie gesagt, ab in die Kommentare. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Und sonst sehen wir wieder uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.